Vielleicht machen wir den noch einfach zu den Turm. Das ist ja auch egal. Machen wir, kopieren wir das Design von unten, was wir haben. Einfach hier nochmal drüber. Und dann machen wir dann oben einfach einen Deckel drauf und dann passt das dann schon. Dann hat man halt keine Freiluft-Aussichtsplattform, sondern keine Aussichtsplattform. Beziehungsweise machen da einfach ein... Ja, das geht auch nicht. Wir müssen ja drei Kabel runterlegen und ich habe keinen Bock, dass die irgendwie groß sichtbar sind, die Kabel. Ach komm, wir kopieren das Design von unten. Machen dann oben Deckel drauf und dann passt das dann schon. Da habe ich jetzt offen gelassen noch, ne? Ja. Da kommt der Kobbel rein. Da kommt das... Das Doppelte rein. Vielleicht machen wir das Dach hier oder diese obere Geschoss auch ein kleines bisschen anders. Na, da können wir ja mal gucken, was wir da gleich draufsetzen. Es ist ja nicht mehr wirklich so viel, ne? Also jetzt noch ein Stockwerk draufsetzen. Was genauso ist wie das Stockwerk darunter. Erstmal wird das komisch aussehen und zweitens nein. Wir gucken mal. Oh. Komm raus, Fackel. So. Damit wären wir oben. Also insgesamt ist der Turm jetzt an der Stelle niedriger als der, den ich mal gebaut hatte. Na gut, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel da oben. Da wollen wir gleich hin. Na, gucken wir mal. Gut, dass ich da noch welche von habe, ne? Der Replacer. Das ist kein Fast-Privileg. Na gut. So. Ich glaube, das mit den Fenstern kriegen wir hin und dann machen wir einfach ein Dach drauf. Dann schließt das letzte halt einfach ab. Weil, wie gesagt, der Turm ist eigentlich ja nicht für einen Ausguck hier gedacht und eigentlich auch nicht irgendwie für Verteidigung, sondern der ist wirklich nur, damit oben die Solarzellen drauf sind und das nicht so ganz scheiße aussieht. Aber von der Höhe sind wir hier schon ordentlich. Ich glaube, das ist schon gut. Schon ein großer Turm. Vielleicht Dreierfenster oder sowas, ne? Dann haben wir so einen Kompromiss zwischen Strom und hast du nicht gesehen, aber hier hinten, ne. Na, wir werden nicht drum herum kommen. Aber nicht so. Und so. Wir werden da nicht drum rumkommen. Das ist halt so. Boah, was? Keine Steine mehr. Oh, und keine...
keine Treppe bis oben, keine Leiter hier. Das muss eben kurz mal nachgeholt werden. Was ist denn für eine Scheiße hier? Wer hat denn so einen Mist gebaut hier? Ach, ich war's. Ja. Weißt du Bescheid, ne? So. Dann. Dann Eisen. Kommen wir gleich mal gucken. Da haben wir doch bestimmt noch mehr von. Rums. So. Eisen. Na, warum haben wir so viel Eisen? 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm, ich mach das drüben. Ist jetzt hier gewachsen? Der bleibt so klein, ne? Ich habe auch keine Axt dabei. Ja, guck mal, hier ist das Wasser auch. Bis oben zur Kante. Ich glaube, ich passe mir den Shader tatsächlich mal an. Das eben alles. Mal, hier ist es nämlich auch nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich passe mir das mal an. Vielleicht sogar schon zur nächsten Aufnahmesession. Wer weiß, wer weiß. Was hier denn passiert? Ach du Scheiße. Ja. Gut. Dichter Wald, würde ich sagen, ne? Wo ist denn hier der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Oh, und bei der Gelegenheit, was wir gleich nochmal machen können. Was wollte ich eigentlich machen? Ach, ich wollte von den Dingern hier machen. Zu 16, genau, die wollen wir machen. Bei dieser Gelegenheit. Nehmen wir die hier, naja, wir nehmen mal die. Wir können ja hier auch mal schon mal so grob angedeutet so ein bisschen eine Mauer ziehen. Übrigens auch eine von meinen Mods. So, dann lassen wir hier nämlich offen. Das ist zu nah an der. So als Durchgang? Ich glaube, so als Durchgang. Oh, hier haben wir auch mal zu. Oh. Hat die ja lange gehalten. So. So. Man kann übrigens auch. Weißt du Bescheid, ne? Automatisch richtet sich das ja auch so ein bisschen dann irgendwie danach, was denn platziert ist. Und immer da, wo platziert das dann eben sichtbar ist, wird halt eine Säule hingestellt. Und an allen anderen Stellen. Also in dem Fall jetzt so. Und überall da, wo keine Säule ist, oder wo kein Ende ist, da ist es dann halt so. Und wenn man dann mit einer Säule das anschlägt, dann springt das um auf das andere. Und wenn man das mit einem anderen Noten macht, passiert halt nichts. Abbauen kann man es nur mit dem, woraus auch das Material ist. Als Material wird alles unterstützt, woraus man auch Treppen machen kann. Bis auf Holz. Holz ist standardmäßig deaktiviert, weil Holzmauern sind irgendwie komisch. Nur Treppen steigen kann man damit nicht. Na, man kann dann zwar hier drüber setzen, dann verlängert sich der Pfosten dann auch so. Also sowas geht natürlich dann schon. Na, wenn man dann von unten. Also so kann man es halt machen. Oder man sagt halt irgendwie, ne? Man sagt halt irgendwie sowas hier, das sieht aber scheiße aus. Und so hat man dann halt eben eine große Säule, die dann halt so hoch geht, verbindet sich nicht mit
mit den anderen Nodes. Auch hier nicht. Also es verbindet sich nur mit sich selber. Und mit anderen Mauern aus anderen Steinen. Also wenn du eine Cobblestone-Mauer ziehst. Ich glaube, standardmäßig habe ich das aktiviert. Ja, dann verbindet sich halt auch. Das kann man aber auch ausstellen. Dann lässt er hier also er tut so, als wenn er sich verbinden würde. Das heißt, hier ist dann eben so ein Stück. Man muss es halt einmal anschlagen, dass es halt eben zu so einem wird. Aber hier diese Verbindung wird nicht gemacht. Ja, das ist so ein bisschen der Einfachheit der Mod geschuldet. Wobei die schon relativ umständlich das mit der Ausrichtung macht. Weil wir jedes platzieren, wird drumrum jeder einzelne drumrum, das wird geprüft, ob das eine von den Nodes ist. Und um den jeweiligen Node herum wird eben geprüft, wie der jeweilige Node drumrum connected ist. Entsprechend wird es dann halt gesetzt. Also es ist sehr merkwürdig, weil wenn du jetzt hier ansagst und du sagst halt hier, hast halt hier sowas. Oh. Ja, vielen Dank dafür, dass du den Scheiß dann hier drehst. Toll, gut gemacht, super, vielen Dank, Mod. Hast du gut hingekriegt. So. Wenn du den jetzt wegmachst, er muss ja hier drumrum prüfen, was ist hier drumrum. Und du hast ja hier drumrum auch noch. Wenn du hier dann hast, ja, zack. Weil er ja nicht weiß, was hier drumrum ist. Das heißt, er muss einmal... Das ist doch auch wieder so Moblox-Scheiße hier, ja. Das ist... Ja, also, normalerweise drehen die Treppen sich nicht, wenn man da einen daneben setzt. Ja. So. Lassen wir erstmal bis hier, weil wir hier dann die Baumfarm ändern wollen. Aber dass man hier vom Grundstück so einen sauberen Abschluss hat. Hier, ja, gucken wir mal. Hier auch lange hier so zumachen. Da schauen wir mal. Mache jetzt erstmal hier fertig, so. Zack. Ja, also, es funktioniert. Es richtet sich halt dann entsprechend aus. Es ist halt dann von einem anderen Material. So. Ja, die Cobblestone-Dinger, ich glaube, die kriegst du auch zurückgecraftet. Ja, kannst auch wieder Cobblestone raus. So. Anzahl... 5 Cobblestones investiert, 5 Wände bekommen, pro Wand ein Cobblestone zurück, wieder 5 Cobblestones. Also das ist verlustfrei, hin und her gecraftet, wie man es halt haben möchte. Ja, hier, ich glaube, wir ziehen das dann hier irgendwie weiter. Es soll ja nicht komplett wirklich alles abrunden, es soll halt nur so andeuten, wo das Grundstück halt eben zu Ende ist. Und wo dann hier der Weg rauskommt. Ne, der geht dann hier in den Wald rein oder da hinten in den Wald. Sieht ein bisschen komisch aus, weil sie ein bisschen drin ist, aber man kann halt da was draufstellen, ne? Also das ist kein Problem. Nur seitlich geht's halt nicht, ne? Weil da ist zu Ende. Aber hier und hier. Ob ich das schön finde, ist die andere Frage, aber man kann auf jeden Fall was draufstellen. Ich lasse es mal weg. Oh, eben noch kurz, weil das Eisen eigentlich auch noch eben schmelzen können, ne? Na gut. Machen wir das jetzt. So, nachdem wir das mit der Mod auch erklärt haben, auch diese ist auf der Seite verlinkt, die sich wohl demnächst ändern wird. Oder in der Content Database oder im Forum, alles kein Problem. Oder einfach mal nach Mindtest Super Duper Walls gucken. SD Walls. Kurzname. So, dann kommen wir mit. Geht nicht, weil kein Treppenmaterial. 16, 2, 4, 6, 8. Naja, es reicht für ein Stockwerk, ne? Gehen wir mal eben runter. Und bei der Gelegenheit setzen wir sie mal neu mit dem richtigen Namen. So, Namen der Station. Holz
Rockefeller-Haus. Zack. Herrenhaus unten. Herrenhaus. Ja, jetzt haben wir sie nämlich alle. So. Move down, move down. Genau, Holzfällerhaus, Herrenhaus, Höhlenabsatz ist unten. Herrenhaus. Ach, da hat sich aktuell nämlich. Herrenhaus, move up. Kann man die nicht. Punch to update war das doch, oder nicht? Hm. Right click to travel, punch to update. Upsa. So, Höhlen, Herrenhaus, Holzfällerhaus, Höhlenabsatz. Herrenhaus, Holzfällerhaus, Höhlenabsatz. Herrenhaus, Holzfällerhaus, Höhlenabsatz. Das passt doch. So, einmal müssen wir noch. So. Ah, jetzt habe ich natürlich das ja nicht ohne Grund gemacht. Ich wollte ja Eisen holen. Da war ja was. So. Ach, Mann. Adadam, dadadam. Zweite Etage. Passt. Hinein damit. So, brauchen wir hier noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Ja, wir brauchen noch Kies, weil wir ja noch das Dach machen wollen. Wie habe ich das denn hier? Hier habe ich Holz genutzt, Cobblestone. Ich glaube, das mit dem Ziegeldach habe ich tatsächlich nur im Herrenhaus gemacht, ne? Genau, da ist das Ziegeldach drauf. Auch mit diesem Moree-Effekt. Oder wie auch immer. Ich glaube, wir werden uns ein bisschen an dem hier orientieren. Machen wir Wüstenkobbel für die Umrandung und... dass wir so ein bisschen Abwechslung in den Dächern haben, ne? Oder machen wir normalen Kobbel? Wir haben normalen Kobbel als... Ne, wir haben so viel Grau. Wir nehmen Wüstenkobbel als Umrandung. Die sieht man nämlich hauptsächlich. Und wir gehen ja gar nicht so hoch. Wir gehen nur so hoch, dass man oben so dieses 3x3-Kästchen hat. Höher gehen wir ja gar nicht. Aber wir gucken mal. Erstmal, upsa. Erstmal holen wir jetzt hier das Eisen raus. Weil wir ja nochmal davon brauchen. Dann machen wir den Gefängnisturm draus. So. Zumindest mal die, die mir grob auffallen. So. Habe ich jetzt eigentlich... Habe ich, gut. Wie sieht denn das von außen aus? Ich hatte gerade eben so ein bisschen Angst bei dem Fenster unten im Durchgang. Ist, steht das ja auch raus, aber hier geht das. Ich glaube, bei dem Ding unten sind das auch nur Slabs, ne? Fast richtig. So. So. So ein Kerker. Ach, Mensch. So.
Shift-Rechtsklick und Rechtsklick 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 und Rechtsklick. So, meine Güte. Das passt mir ganz gut. Wir sind hier relativ gut hoch. Rechtsklick und Rechtsklick, Rechtsklick und Rechtsklick und Rechtsklick. Da, da, da. Ah. So. Ach, so ein Quatsch. Das Schöne ist, wenn man nächsten Klick macht, ersetzt er den einfach. So. Ist eine wesentlich sinnvollere Mod als meine Wände, aber hey. Ist so, ne? So. Und hier wäre jetzt tatsächlich noch irgendwie ein Kreuz und darauf dann eben nochmal, nee, es wird komisch aussehen. Kreuz bauen wir trotzdem. Das heißt, hier können wir wieder mit Erde abdecken. Ja. Dann reicht das Holz ja schon wieder nicht. Meine Güte. Ist das Holz intensiv? Ich glaube, das geht tatsächlich schneller so. Tatsächlich ja fast alles aufgebraucht. Man könnte natürlich auch noch ein Travel-Net in den Turm bauen. Allerdings, in dem Turm, da brauchen wir kein Travel-Net, weil wir da ja nie wieder hin müssen. Der ist wirklich nur... Ja, der sieht so schon mächtig genug aus. Da kommt jetzt ein Dach drauf und dann ist es fertig, ne? Der ist wirklich nur für den Strom da später, der Turm. So ausblickmäßig, ne, ist das zwar ganz geil. Kann man auch ein Giebeldach machen. Wichtig ist ja, dass wir oben Platz für neun Blöcke haben. Oder für neun Nodes haben, weil wir da ja die Solarzellen draufbauen wollen. Das wäre dann 1, 2... Nee, warte mal. 1, 2, 3 rein. 3. Das... Ja, das passt nicht, weil wir keine richtige doppelt breite Mitte haben. Ja, doppelt breite Mitte würde wahrscheinlich dann wieder gehen. Naja, wir bauen das Dach einmal rum. Das passt schon. So. Muss doch gleich noch in die Wüste gehen und Cobblestone holen, ne? Auer. Falschen Knopf gedrückt. Na komm. Wie so nicht. Danke. So, wir sind über dem, wo wir hin wollen, auf jeden Fall drüber. So. Kleinen Augenblick bitte. Bin ich wieder da. Entschuldigung. So. Oder wir machen... Nee, wir bleiben beim Dach. Wir bleiben beim Dach. Fertig, aus. So. Zack. 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 So. So.
So. So, was haben wir gesagt? Normalen Cobblestone in die Füllung und Wüsten-Cobblestone außenrum. Da hinten ist eine Wüste, das heißt, da hinten gibt es auch den Wüsten-Cobblestone. Der Wüste-Cobblestone. müssen wir nochmal aufs Dach drauf? Nein, ne? Doch, wir müssen aufs Dach drauf, aber das können wir auch von unten machen, das ist kein Problem. So. Machen wir als erstes mal. Stellen einfach mal random eine Kiste hin. Ne, da kommen die. Da kommen die Kabel runter, das heißt, die Kiste kommt hier in die Ecke. Kann man da erstmal noch ein bisschen Kram reinlegen. Die wären halt für das Haus oben auf dem Turm gedacht gewesen, für den Boden. In dem Fall brauchen wir sie nicht. Richtig eine Decke, ne? Wir würden hier eine Decke reinziehen, hätten dann. Ja, also wir müssen da auf jeden Fall noch eine Decke reinziehen. Und die machen wir auch erstmal wieder ran, weil wir ja nochmal aufs Dach drauf müssen, weil wir ja noch. Ja, das Dach überhaupt mal decken wollen. Aber erstmal gehen wir jetzt gucken, dass wir mal ein bisschen Cobblestone finden. Da kommen wir bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal hinten an dem kleinen Tümpel vorbeigehen und mal gucken, was da noch wieder nachgewachsen ist. Weil da hatten wir ja mal Zuckerrohr geerntet. Beziehungsweise Papyrus, beziehungsweise Multifunktionszeug. Ist alles nicht gewachsen. Ach, schade. Oder ploppt das gleich alles hoch? Glaub nicht, ne? Ne, ist nicht gewachsen. Ja gut, es war wahrscheinlich auch nicht geladen. So, dann schauen wir mal, dass wir da gleich ein bisschen... Gott, sieht das scheiße aus mit dem Wasser. Dass wir da mal ein bisschen Cobblestone uns irgendwie aus dem Boden ziehen. Möglichst ohne, dass wir die ganze Landschaft dabei zerstören. Das heißt, wir müssten mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo eine Höhle finden. Aus der heraus wir dann den Cobblestone uns ausgraben können. Was steht denn da rum? Du hast auch Langeweile, oder? Stehst du nur so rum? Machst du nichts? Oder machst du was? Oder? Meine Güte. Chill mal, Bruder. Da ist... Da ist ja noch einer. Ich hab deinen Kumpel gesehen, ne? Ja, genau.